Grüßt euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial erkläre ich euch heute, wie man sich am Gletscher richtig anseilt. Auf schneebedeckten Gletschern gehe ich grundsätzlich angeseilt, da Spalten schwierig und oftmals gar nicht zu erkennen sind. Der Seilabstand zwischen den Bergsteigern richtet sich nach der Beschaffenheit des Geländes und der Größe meiner Seilschaft. In einer Dreierseilschaft empfiehlt sich ein Abstand von rund 10 Metern. Bei akuter Spaltensturzgefahr sollte man den Seilabstand erhöhen und besonders darauf achten, das Seil leicht gespannt zu halten. Wart mal kurz, da ist ein Spalten. Kurz draufhalten. Unterstützend können zwischen den Bergsteigern 2 bis 3 Bremsknoten eingebaut werden, die Reibung erzeugen und beim Bremsen helfen. Okay, ein großer Schritt, noch geht's. Achtung! Für die Spaltenbergung mittels loser Rolle braucht der Seilschaftsführende und der Hintermann ausreichend Restseil. Eine Zweierseilschaft ist grundsätzlich nur für sehr erfahrene Bergsteiger zu empfehlen, da die Mitreißgefahr dann sehr hoch ist. Am einfachsten stellt ihr die Länge der Seilabstände mit der sogenannten Ziehharmonika-Methode ein. Dazu bindet sich bei einer Dreierseilschaft der Mittelmann mit einem Butterfly-Knoten und einem Bollock-Karabiner in die Seilmitte ein. Er entfernt sich nun ca. 10 Meter von den beiden anderen und dann können sich diese ebenfalls mit Butterfly und Bollock-Karabiner einbinden. Das Restseil nehme ich dann entweder zum Seilabbund über meine Schulter auf oder mache eine Seilpuppe und fixiere diese unter der Deckeltasche an meinem Rucksack. Vorsicht! Der Seilabbund birgt bei falscher Ausführung einige Risiken. Ist das Seil nicht richtig abgebunden bzw. nicht mit Anseilknoten im Anseilring eingehängt, besteht im Falle eines Sturzes Strangulationsgefahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.